Hi Leute, nur ganz kurz. Ich habe jetzt Windows 11 und Leute, das ist so nice. Endlich hat Windows das, was mir immer gefehlt hat. Ich bin der einzige Grund, warum ich damals auf Ubuntu oder auf Linux oder auf generell auf GNOME umgestiegen bin, war einfach, weil ich einfach das Design von Windows nicht mehr ertragen konnte. Ist einfach. Und jetzt hat Windows 11 genau das gemacht, was ich mir schon immer gewünscht habe. Einfach abgerundete Ecken. Seht euch das an. Ich brauchte nur diese abgerundeten Ecken und endlich habe ich sie. Das ist so schön. Und generell, dass die Shadows, ich leiste hier unten mittig ist. Oh, ist so schön, dass es einfach zentriert ist. Und wenn man diesen Windows-Button drückt, dann hier die Fenster so auf. Das ist so viel moderner, viel besser, so wie ich es mir immer gewünscht habe von Windows. Also generell, ich stelle mir gerade so vor, eigentlich habe ich Windows immer gehasst und auf einmal fange ich an, Windows zu mögen. Ist das normal? Oder generell, seht euch mal das an. Das sieht hier viel, viel moderner aus. So richtig schön einfach. Man kann Ordner anlegen. Also die ganzen neuen Icons sehen auch mega schön aus. Hier auch einfach. Generell, genau, der Explorer. Wir sind das. Davor war ich oben immer so richtig viele komische Icons, die so richtig verwirrend waren, richtig hässlich. Und jetzt alles so viel, viel cleaner. So schön, viel Whitespace und alles viel abgesmoothter. Ich liebe diese Smoothness einfach. Ich bin einfach. Es gibt ein paar Leute, die mögen das Eckige. Aber ich bin so voll der Smoothness-Fan und einfach oh, wunderschön. Einfach wunderschön. Ja, Windows 11 ist echt nice. Zwar kann ich jetzt nicht mehr mein Linux benutzen, weil ich habe in den BIOS irgendwie so viel umgestellt, damit ich Windows 11 zum Laufen kriege. Weil man es ja irgendwie so machen muss, irgendwie das PPT oder TTP aktivieren, dann Secure Boot aktivieren und jetzt muss ich dann noch meine Festplatte irgendwie so von MNT irgendwas zu irgendeinem anderen Format umkonvertieren. Jetzt muss ich das wahrscheinlich bei meinem Manjaro so ähnlich machen. Aber jetzt auf einmal geht also Manjaro nicht mehr, aber egal. Das kriege ich alles noch hin. Aber jetzt erstmal kann ich dieses neue Windows testen. Andere machen das, eine VM installieren. Ich, ne. Direkt auf meinem richtigen Heimrechner Windows 11 drauf, weil da meine Daten drauf sind. Einfach das Neueste. Let's go. Gut, dann allen noch einen wunderschönen Tag und vielleicht kommt bald ein neues Video über Tulip Tycoon und so. Mal gucken.